Hallo und herzlich willkommen zurück zu Palia. Ja, ich habe mir das alles so schön vorgestellt, dass ich ins Spiel reinkomme und es ist früh am Morgen. Früh haben wir auf jeden Fall, aber wir haben gerade mal 3 Uhr morgens. Das ist nicht so toll. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir uns jetzt noch mal kurz um unser Feld kümmern. Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, ne? Ihr seht, ich habe rechts schon Kartoffeln angepflanzt und immer wieder neu gepflanzt. Und links habe ich jetzt auch die Tomaten, relativ viele von. Es ist allerdings ein bisschen unterschiedlich, ob ich sie tatsächlich neu pflanzen darf oder nicht. Weil mir das Spiel manchmal sagt, nö, heute nicht. Heute darfst du mal nichts machen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist zumindest gestern ziemlich verbuggt gewesen, den ganzen Tag lang. Wir haben nochmal Tomaten, die waren. Ja, und da geht's schon los. Und da geht's schon los. Wir haben die Tomaten ausgewählt und eigentlich müsste man ja jetzt hier was anzeigen. Es funktioniert aber nicht. Ich schätze mal, das hat irgendwie mit der Hacke zu tun oder so. Wenn ich rausgehe und wieder reingehe, dann kann das schon mal sein, dass das funktioniert. Ich wähle jetzt wieder aus, drücke die linke Maustaste und wieder kann ich hier nichts reinsetzen. Also, ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist im Moment der totale Bug. Nee, so rum. Ich habe wirklich keine Ahnung, woran es liegt. Das heißt, wir werden jetzt erstmal ein wenig gießen. So. Andere Seite auch. So, ja, unten war ja eigentlich schon alles nass. Das war okay. Dann gehen wir hier oben nochmal hin. Wir müssen dann immer so ein bisschen gucken, dass wir mittig bleiben, ne? Dass wir dann immer alle direkt auf einmal machen können. So, das Problem ist, die können wir zwar jetzt ernten, aber wir können halt keine neuen reintun. Nee, Moment, die können wir nicht ernten, aber den hier. Den können wir ernten. Und wenn wir jetzt mal schauen, wir haben jetzt die drei. Den können wir wieder reinmachen. Also ich verstehe es wirklich nicht, ganz ehrlich. Ich versuche es jetzt nochmal mit der Tomate. Jetzt kann ich die Tomate, nachdem ich gegossen habe, kann ich es wieder. Also das, ich weiß es nicht. Das ist total seltsam. Ach nee, es könnte. Ich nehme alles zurück. Also ich hatte das Problem die letzten 2 Tage. Das war aber wirklich auch mit den Samen, den ich da reinmachen wollte. Ich habe jetzt nur gerade festgestellt, dass ich gerade eben die Tomate selber reintun wollte. Das ist natürlich nicht so gewollt. Oh, es ist zu früh am Morgen. Ich merke das schon. Okay, tu mir erstmal wieder neue. Hallo, ich hatte extra 2 reingetan. Tu mir erstmal wieder neue rein. Ja, es ist ein bisschen blöd, weil die halt viel kosten. Wie viele brauchen wir denn noch? 1, 2, 3. Naja, gut, dann können wir die so nach und nach ein bisschen auffüllen. Ich würde halt gerne mindestens noch jeweils ein Feld unten drunter setzen. So, dann haben wir nochmal Kartoffelsamen. Ich habe aber keine normalen Kartoffeln. Ich habe jetzt nur die Kartoffeln. Die will ich aber nicht benutzen. Haben wir nicht noch welche? Ja, wir haben noch welche hier drin. Wunderbar, wunderbar. Dann werde ich mich darum kümmern. Wie viel haben wir denn? 12. Das machen wir jetzt erstmal alles, weil wir sowieso noch sehr früh haben und quasi mitten in der Nacht. 2. 3. 4. 5. 6. Moment, wir gehen mal nach links rüber. 7, 8, 9. 10. 11. 12. Na komm, dann machen wir das jetzt auch noch mit. Mal gucken, was da drin ist. Ach, sogar Karottensamen drin. Die wollten wir jetzt eigentlich nicht reinmachen. Aber die hätten wir dann zumindest schon mal. So. Ach so, nee, die 3, die wollte ich ja. Ach, nee, das war jetzt Blödsinn, was ich gerade gesagt habe. Das war jetzt wirklich Blödsinn, weil die 3, also beziehungsweise was ich gezählt habe, die 3 wollten wir benutzen für die Tomaten. So.
Schwuppdiwupp. Dann sind das genau diese zwei Stellen, die wir jetzt noch übrig haben, die wir jetzt noch nutzen werden. Zack. Und das. Und das. Können wir die da oben nicht auch? Ja, meine ich doch. Die können wir doch auch. Okay. Dann haben wir sogar noch mehr. Das heißt, eigentlich bräuchten wir wieder neue. Dann würde ich sagen, machen wir hier noch eine Kartoffel rein. So, und bevor wir uns da jetzt nochmal drum kümmern. Das ist nämlich nur noch eine Minute. Dann schmeißen wir hier die Kartoffeln alle mal schnell da rein. Dann haben wir alles. Dann haben wir wieder 800 mehr, wenn wir das bekommen. Sehr schön. Und wir haben auch schon wieder früh am Morgen. Eigentlich wollte ich das alles jetzt nicht mit euch machen. Aber gut, wir machen das mal eben. Ich meine, sonst seid ihr da ja nicht bei, wenn ich das mache. Also es ist ja jetzt nicht so schlimm, denke ich mal, wenn wir uns mal eben 5 Minuten hier ums Feld kümmern. So, außerdem geht das ja auch recht schnell mit meiner Gießkanne, muss ich sagen. Weil man halt mehrere Felder auf einmal machen kann. Geht das auch, wenn ich das hier unten mache? Nee, dann macht er die da oben, ne? Das. Und hier die Riege noch. So. Dann machen wir gleich auch noch die Tomaten eben schnell rein. Bewässern die auch nochmal kurz. Und dann sind wir hier auch schon fertig und können weitermachen. Denn ich habe etwas festgestellt, allerdings durch Zufall. Oh, jetzt habe ich ja noch einen Schluck auf. Was ich euch gleich sage, wenn ich hier fertig bin, beziehungsweise ihr könnt das jetzt rechts oben sehen. Da steht nämlich, öffnen Sie die Tür, weil ich war ja zwischendurch noch ein bisschen farmen. Und ich habe natürlich auch noch Austern und so gefarmt. Und da habe ich eine weiße Perle rausbekommen. Und plötzlich, in dem Moment stand rechts, öffnen sie die Tür. Also das heißt, die weiße Perle hat irgendwas damit zu tun. Ich weiß nicht, ob es auch mit grünen Perlen funktioniert, muss ich dazu sagen. Weil ich habe leider nicht das Glück gehabt, in der Zeit eine grüne Perle zu kriegen. Überhaupt habe ich in letzter Zeit irgendwie sehr wenig Perlen bekommen. So. Moment, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Also das heißt, wir müssten hier eigentlich noch eine Riege machen. Die muss ich dann halt so nach und... Ist das jetzt euer Ernst hier? Ich habe doch gerade alles gegossen. Leute, das könnt ihr mir doch nicht antun. Die sind doch noch total... Ja, das sage ich jetzt nicht. Aber der Boden ist doch noch ganz feucht. Ernte von Feldfrüchten. Moment, jetzt muss ich hier erst nochmal... erst nochmal was nehmen. Ach, wieso drücke ich immer da drauf? So, ich will das eigentlich nur weghaben. Mit dem Ernten, das ist immer so ein bisschen kompliziert. Dich habe ich gerade schon mal geerntet, aber ist okay, dann ernten wir dich halt nochmal. Es wäre auch schön, wenn ich dich auch ernten könnte. Nein, sondern der, wo ich direkt davor stehe. Oh, jetzt sind die ja alle weg. Ja, toll, dann hätte ich die ja direkt hier hin machen können. Der alltägliche Wahnsinn. Moment, jetzt habe ich nur noch eine hier. Ja, toll. Das ist doch doof. Mann. So. Jetzt muss ich nochmal alles gießen. Also, es dauert wohl doch ein bisschen länger als 5 Minuten, weil wir nämlich jetzt 2 Runden hier machen müssen. Das ist ein bisschen total bescheuert gemacht, muss ich sagen. Achso, die ist leer. Sag das doch. Ich dachte gerade, die ist gebrochen. Ich denke, hä? Ja, ich würde aber sagen, da müsst ihr jetzt nicht dabei sein. Ich mache das jetzt eben, aber ich schneide das dann raus und wir sehen uns dann gleich, wenn ich das Ganze nochmal direkt hintereinander gewässert habe. Bis gleich. So, wir sind fertig und ich sehe gerade im Briefkasten... Oh mein Gott, im Briefkasten ist ganz viel. Hilfe, Hilfe. Hudari... Es gehen ihnen fast die Dinge aus, die sie lernen können. Aber noch nicht. Ich habe immer noch eine große Verbesserung für diese Auswahl von ihnen. Komm vorbei, wenn du kannst. Okay, will ich sowieso hin, weil ich möchte das mit der Schokolade mal ausprobieren. Ob das schon funktioniert.
Von Hassein. Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas sagen würde, aber deine Fähigkeiten sind fast mit meinen eigenen vergleichbar. Oder zumindest meine eigene, als ich ein kleines Kind war. Ich habe ein Rezept für einen neuen Bogen für dich parat, falls du Interesse hast. Das wäre natürlich auch sehr geil. Tisch, ja, ich habe sehr viel, das kann ich euch noch kurz zeigen, bevor wir rausgehen. Ich habe sehr, sehr viele Möbel gemacht. Ich habe ein paar neue Ravenwood-Möbelrezepte. Ich denke, du wirst es einfach lieben. Komm, Sisi und mich, wenn du die Gelegenheit dazu hast. Und nochmal Tisch. Keine Ahnung, ist auf Englisch. Esche. Esche hat mir 250 Gold von, ich weiß nicht genau, was es ist, geschenkt. Nach dem zu urteilen, was ich über den Zustand deines Hauses gehört habe, benötigst du dieses Kleingeld mehr als ich. Mach damit, was du willst. Okay. Ach so, das ist Gold. Ah, ich dachte jetzt wegen dem Zeichen. Ja, aber 250 Gold ist jetzt auch nicht mehr so viel. Aber trotzdem, Esche, danke. Vielen Dank. Angenommene Quest Weggabelung. Okay. She even used a... Could you please talk to some sins? Zu wem? Zu wem? Zu wem? Zu wem? Ach so, zu der Tochter. Okay, ich soll mit der Tochter reden. Das ist nochmal eine neue Quest. Oh, sehr schön. Wir werden überhaupt überhäuft mit Quests. Das ist gut, weil wir jetzt nicht mal zu viel hatten. Dann Aoni. But you better go check before he explodes. Oha. Okay, Hassian hat ihm wohl gesagt, dass er mega begeistert von mir ist. Ich soll mit ihm sprechen. Gut, das hat er mir selber schon geschrieben. Dann Sifu. Could you ask around and see what people think would be a good book? Ah, okay. Also, ihr Buch hatten wir ja gelesen in der letzten Folge. Und sie möchte jetzt gerne von den Leuten wissen, was man in einem guten Buch quasi schreiben sollte. Das wird wahrscheinlich eine neue Quest sein. Genau, die ist angenommen. Sei gegrüßt, Gameplayerin. Hallo, Freund. Danke, dass du mir die Heidelbeere... Ach, ich habe mal Blaubeere gesagt. Die Heidelbeere gebracht hast. Sehr, sehr cool. Und ich bin extra nochmal hingelaufen, weil ich gedacht habe, da ist vielleicht jetzt irgendeine Spur oder so. Can you bring it to me? Moment, Moment. It smells like sweet and warm. Lately I've been smelling tasties from the hut where the woolies and cluck-clucks live. The woolies and cluck-clucks, okay. Because the more I eat, the bigger my tummy hole gets. Ah, okay. Ist auf jeden Fall... Nee, ist keine neue Quest. Aber ich soll ihm was bringen auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, soll ich ihm jetzt mehr von den Heidelbeeren bringen? Oder was soll ich ihm jetzt genau bringen? Dann Aoni. Er hat ein neues Rezept für mich. Und Ref. I'll show you how berry pie is done. Okay, er möchte uns ein Kuchenrezept beibringen. Jetzt bin ich nur gerade am Überlegen. Wir haben keine Blaubeeren mehr, oder? Weil ich bin jetzt nicht sicher, ob ich ihm jetzt Blaubeeren bringen soll. Oder was anderes. Ich hätte noch Blaubeeren. Also wir schauen mal, wenn wir da dran vorbeilaufen. Eine Sache muss ich aber kurz gucken. Ich hatte jetzt auch Tomaten hier reingemacht, oder? Genau, Tomaten. Ich würde jetzt sagen, da jetzt so viele weggegangen sind, mache ich da nochmal zwei mehr rein. Dann kann auch nichts passieren. So, jetzt haben wir so viel, was wir noch machen müssen. Das dritte Rätsel, beziehungsweise die dritte Tür. Ich frage mich echt immer, wo die Leute die ganzen Klamotten herkriegen. Weil die konnten wir alle nicht auswählen. Tisch ist auch da. Frage ist, wo ist... Gina ist jetzt gerade hier oben. Okay, dann gehen wir erstmal nach da oben. Damit wir uns dann schon mal um das Rätsel kümmern können. Dann müsste ich auch mal gucken. Ich verstehe nicht so genau, wie der Rhythmus ist. Oder ob das einfach nur eine schlechte Übersetzung ist eventuell. Weil es hieß ja, dass ich einmal am Tag jemandem was schenken kann. Bei den anderen habe ich ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet. Aber den Roboter hier, diesen Einer,
Bei dem habe ich das Problem, ich kann 3 Tage, 4 Tage hintereinander ankommen und mehrfach am Tag auch online gewesen sein hier im Spiel. Und trotzdem kann ich ihm nichts geben. Also dann erst so am 3., 4. Tag kann ich ihm dann das nächste Mal was geben. Und das verstehe ich irgendwie nicht. Ob das eine falsche Übersetzung ist, dass man, eben nicht einmal täglich was bringen kann. Ich verstehe es nicht so ganz. Was zeichnet ein gutes Buch aus? Ich persönlich mag es, wenn ich beim Lesen etwas lerne. Seien es neue Theorien oder einfach nur interessante Sichtweisen. Ich liebe es einfach, dass Bücher die Sicht auf die Welt, in der wir leben, erweitern können. Ich habe immer Angst, anderen meine Gefühle zu offenbaren. Aber dir gegenüber ist das nicht so. Irgendetwas an dir lässt mich glauben, dass du genau verstehst, was ich durchmache. Du meinst also, dass die Statue in der Mitte der Stadt eigentlich ein Brunnen sei? Und der Hinweis, dass man Durst auf Meer haben muss, war das Wasser im Brunnen? Genau. Okay, und beim Brunnen gab es dann noch einen Hinweis. Er sagte, die Tür, die wir zu öffnen versuchen, sei eine alte Bibliothek. Und ich müsse einen Stein, der den Sand der Zeit repräsentiert, in den Griff des Schlüsselsteckens, um die Tür zu öffnen. Und du hast dir gedacht, dass der Stein eine Perle sein muss. Eine Perle entstand immerhin im Laufe der Zeit unter Druck aus Sand, richtig? Ja, natürlich war das mein Gedanke. Ist ja jetzt nicht so, als ob ich die Perle jetzt zufälligerweise bekommen hatte, als ich gerade Austern und so gefarmt habe. Nun, ich kann es kann wohl nicht schaden, das auszuprobieren. Jetzt muss ich nur noch die Perle in den Schlüssel stecken und voilà. Warum öffnest du nicht die Tür? Du hast schließlich die ganze Arbeit gemacht. Okay. Talk later. Aber ich rede nochmal kurz mit Thekla. Jeden Tag stehe ich vor der schwierigen Entscheidung, was ich Gina abends kochen soll. Vielleicht reicht heute Ramen. Die Sonne ist ästhetisch sehr ansprechend. Ich habe es nie gesehen, bis Gina mich von der übermäßigen Lagerung von Gegenständen befreit hat. Ich kannte sie nur aus dem Lehrmodul, das in meine Runen eingebaut war, und aus den Einflüsterungen, die mir die anderen Galdurs in den Kopf geflüstert hatten. Ich habe Gina daran erinnert, mehr Sachen für ihre Reise nach Kilima einzupacken. Aber sie hat nur einen Satz Strumpfwaren eingepackt. Wenn wir Baumwolle hätten, könnte ich ihr vielleicht ein paar zusätzliche anfertigen. Okay, Moment, das ist die falsche Tür. Ich muss doch zu der Tür, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Kann man das sehen? Kann man nicht sehen. Aber ich meine, es ist die Tür, wo ich hin muss. Wir probieren es einfach. Moment, sie hat jetzt aber... Hallo, hat die jetzt meine... Die hat meine Perle genommen. Sauerei. Kriege ich die auch wieder? Immerhin sollte ich doch hier die Tür öffnen. Also ich meine, es war hier. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Das ist doch hier rechts, oder? Oder war das nicht das, wo ich was öffnen muss? Nee. Hatte sie nicht gesagt, ich soll eine Perle reinstecken? In die Tür? Moment, wir hatten aber noch eine andere Tür, die wir gefunden hatten. Oh mein Gott, wo war die denn? Natürlich wird die mir jetzt nicht angezeigt, oder? Rembrandts Garten. War die bei Phoenix Falls? Ich glaube, die war bei Phoenix Falls, aber ich bin mir nicht sicher. Boah, das war auf jeden Fall so eine Tür wie hier. Das weiß ich noch. Und da stand irgendwie, dass wir die gerade nicht öffnen können. Ja, immer wenn ich euch jagen will, ist keiner hier, weil wieder irgendeiner euch weggejagt hat. Und jetzt, wo ich mal gar nichts von euch will, dann seid ihr hier. Das war ja so klar.
Da oben ist der Eingang, meine ich. Schauen wir jetzt. Mann. Schauen wir jetzt einfach mal. Also, wenn man reinging, rechts war ja das alte. Aber eigentlich, wenn ich jetzt so gucke, wenn ich linksrum geradeaus laufe, die Tür hatten wir doch eigentlich schon mal geöffnet. Wo ist denn die dritte Tür gewesen? Oder war die komplett woanders? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gerade nicht sicher. Boah, Hilfe. Navigation durch Palia. Important ob. Ja, das ist schön. Die waren früher mal drin. Ach so, doch, heute sind sie auch wieder drin. Das ist schön. Ja, haben wir alles gemacht. Schön, dass ihr mich da jetzt nochmal dran erinnert. Keine Ahnung. Und hier ging es jetzt rechts. Oder war das hier hinter? Nee, hier ist die Sache mit der Statue. Und dahinter können wir nur noch runterspringen. Wo war denn die eine Tür jetzt? Oh, nee. Find out what the creatures want to eat. Ach so, das wissen wir noch gar nicht. Okay. Also ich mache das mit dem Chat gesucht. Mache ich jetzt erstmal runter. Dann mache ich das erstmal rein. Entdeckung. Weggabelung. Was, was, was? Das menschliche Bake-Off. Machen Sie die Macaroons. Okay. Auni braucht eine Klinge, um meine Ware. Ach so, die sind weg gewesen. Ja, pass auf, dann mache ich das jetzt erstmal weg. Ein Strauß Strahlen. Bring Flowers zu the Beans. Wer ist denn jetzt Sabine? Ach so, das ist die Frau von dem. Ach so. Nein, dann hätten wir das die ganze Zeit schon erledigen können, oder was? Oh, das ist nicht euer Ernst. Jetzt weiß ich nicht. Oh, ja, ist ja alles schön, aber zeigt mir doch nicht immer das gleiche Tutorial. Vor allem nicht immer an der gleichen Stelle. Ich meine, ich finde es schön, dass das jetzt wieder funktioniert, dass oben jetzt wieder die Leute drinstehen. Hatten wir jetzt zwei Tage, also reale Tage, zwei Tage oder so, dass das nicht mehr funktionierte. Jetzt weiß ich natürlich nicht genau, wo die Blumen sind. Ich müsste eigentlich Blumen farmen. Oder kann ich welche rausnehmen? Normalerweise brauche ich immer die Pilze. Jetzt brauche ich mal ausnahmsweise keine Pilze, sondern die Blumen. Und ich finde natürlich keine. Das war ja so klar. Ich glaube aber irgendwo unten, also wenn man hier runter geht, sind normalerweise welche. Du stehst gerade so schön im Weg. Wieder einmal hast du Fortschritte gemacht, um deine Jagd zu verbessern. Glaube aber nicht, dass du schon alles gelernt hast, was es gibt. Du hast dieses neue Rezept noch nicht einmal gelernt. Ja, den feinen Pfeil. Ein normaler Pfeil, der hohen Schaden verursacht. Sehr, sehr geil. Ist nur blöd, dass der einen Eisenbarren braucht. 1000. Ich wollte ja eigentlich auf was anderes sparen, ne? Aber gut. Mit den Pfeilen. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt so unbedingt brauchen. Also den besseren. Ach komm, ich nehme jetzt mal beides mit. So. Was zeichnet ein gutes Buch aus? Warum fragst du mich das? Wenn ich unbedingt antworten muss, würde ich sagen, die besten Bücher sind die mit Seele. Nein, ich werde nicht näher darauf eingehen, was ich damit meine. Auni hat gesagt, dass du genervt von mir warst. Was? Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Oh, alles klar. Wenn du genug Zeit dafür hast, dir deinen Kopf über mich zu zerbrechen, dann kannst du mir auch bei einigen Dingen im Dorf helfen. Hör auf, meine Zeit zu verplempern und nutze deine für etwas Sinnvolles. Ich habe gesehen, wie du neulich einen Senuk geschlagen hast. Herzlichen Glückwunsch. Hallo, ich schlag die nicht. Ich treffe die mit Pfeil und Bogen.
Sorg einfach dafür, dass du etwas Sinnvolles mit den Hörnern machst. Es dauert über 50 Jahre, bis den Senuk-Hörner wachsen, denke ich mir mal. Ich habe aus Versehen drauf gedrückt, es tut mir leid. Du solltest sie nicht verschwenden. Wenn du mir etwas schenken möchtest, wie wäre es dann mit ein paar Pflanzenfasern? Ich brauche welche, um die Seiten für all die provisorischen Bögen zu machen, die ich oft herausgebe. Good. Okay. Nein, 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 nein. Den Tau will ich auch nochmal. Wuff. Wuff, 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 wuff. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Arrak. Tschüss. Aber hier sind tatsächlich jetzt gerade so gar keine Blumen. Wollt ihr mich denn hier veräppeln? Es kann doch nicht sein, dass hier keine einzige Blume drin ist. Ich weiß ja auch nicht, wie viele Blumen ich jetzt bringen muss. Ob das reicht, wenn ich eine hinlege. Ob ich jetzt unbedingt die Blumen hinbringen muss, weiß ich natürlich auch nicht. Aber da die jetzt da, also diese Orangen, da die jetzt da angezeigt wurden, die hier. Sonnentropflilie. Wir reden jetzt nochmal kurz mit dem Einer. Wo ist er denn? Da. Humans call me Einer. Die Einzigartigkeit ist in allem, genauso wie alles aus der Einzigkeit hervorgegangen ist. Sagt mir, wie viel schmeckt ein hungriger Koi? Viel, vermute ich. Glückwunsch, das sind tolle Nachrichten. Oder ist es nicht wünschenswert, dass Essen aromatisch ist? Ich habe nach einer besonders lebhaften Bahari-Krebs gesucht, der mir Gesellschaft leisten könnte. Sag mir bitte Bescheid, wenn du ein Exemplar findest. Mach ich. Ich schaue nur noch mal eben. Achso, ich konnte jetzt keine bessere Angel kaufen. Okay. Weil eigentlich war das nämlich auch meine Hoffnung, dass ich da noch was Besseres kaufen kann, aber dann halt nicht. So. Da steht aber Bring Flowers. Ich weiß nicht, ob ich nicht mehrere brauche. So. Es wäre schön, wenn ich jetzt noch einmal diese Blume finden würde. Ich denke mal, drei sollten auf jeden Fall reichen. So. Muss ich nochmal eben schauen. Ah, genau, da oben ist das. Nein, och ja, ich habe jetzt nach oben geguckt und schon bin ich durch dieses Loch gefallen. Ich bin da einfach zu oft drauf reingefallen. Bevor ich jetzt aber hier hochkletter, ganz, ganz wichtig. Zack, den nehmen wir noch eben mit. So. Nein. Du Blödmann. Na komm. So, nochmal. So, jetzt ist die große Frage. Wir sollen... Ich mach mal eben das Zeichen hier raus. Das Zeichen, was eigentlich hier sein sollte. Okay, was aber nicht mehr hier ist. Hey. Bring flowers to the beans. Remnant side. Also, er hatte mir irgendwas vom Grab gesagt. Die Frage ist jetzt nur... Wo ist das Grab? Und wieso sehe ich... Ach so, weil das da oben ist. Ah, okay. Ich weiß gar nicht, wie er jetzt mit Hinternamen hieß. Es müsste doch eigentlich... Die sehen aber alle so aus, die Gräber, ne? Oder ist das das Grab hier in der Mitte gewesen? Ne, da ist nur das Buch, was wir lesen konnten. Blumen hier ablegen. Sehr schön. Kann ich nicht. E ist verbuggt. Er ist schon da, aber wir haben... Moment, 7? Hat der das jetzt angenommen? Ich habe Blumen abgelegt. Also ich habe zumindest E gedrückt. Ich weiß nicht, ob er das jetzt angenommen hat. Nee, hat er immer noch nicht angenommen. Och nö, jetzt sag mir bitte nicht, dass das verbuggt ist. Take a load off. Hallo, Kumpel.
Meine Frau war der personifizierte Sonnenschein. Wenn sich jemand im Dorf schlecht fühlte, brauchte es nur mit Sabine zu sprechen, um sich wieder warm zu fühlen. Wenn du das nächste Mal Holz hackst, solltest du deine Augen nach einer Eichel offen halten. Wenn du ihn einpflanzt, wächst dazu ein Baum heran. Es ist wichtig, dass man der Natur mehr zurückgibt, als man von ihr nimmt. Warte mal, ich guck bei dir auch noch mal kurz rein. Ach so, die erlesene Axt. For chopping trees and bushes. Deals more damage than the fine axe. Can chop medium and large trees. Mittlere und große. Und was stand bei der anderen? Auch mittel und groß. Also größer werden die auf jeden Fall nicht. Allerdings wird die mehr Schaden machen. Na komm. Ich nehme es mal mit, wenn er schon mal hier ist. Thanks for dropping by. Ja, aber was halt jetzt blöd ist, warum nimmt der das nicht an mit den Blumen? Also ich habe E gedrückt. Ich drücke auch die ganze Zeit E. Es funktioniert nicht. Ich kann das auch wieder rausmachen und E drücken. Es funktioniert nicht. Ich weiß nicht, ob er andere Blumen haben will. Das sind eigentlich Gewürze, aber ich probiere mal die hier. Also er nimmt irgendwie gar keine davon. Ich hätte jetzt gesagt, dass er die 7 haben will, aber... Und es steht halt immer noch dieser Kreis hier. Tja. Was mache ich denn jetzt mit dir? How's your day going? Nein! Be safe out there. Ja. Also es scheint leider verbuggt zu sein. Es tut mir leid. Er steht jetzt hier so schön. Ich habe jetzt Blumen dabei, aber ich kann nichts machen. Also das ist wirklich sehr, sehr doof. Ich würde sagen, ich logge mich nochmal kurz aus und ein. Vielleicht ist es damit irgendwie verbuggt. Jetzt ist er auch schon abgehauen. Ja, ich kann mich auch hinstellen, wo ich will. Vielleicht brauche ich auch andere Blumen. Ich weiß es nicht, aber es funktioniert auf jeden Fall nicht. Ja, ich probiere es mal eben. Ich logge mich mal kurz aus und ein und dann schauen wir mal eben weiter. Ja, ihr Lieben, ich habe mich nochmal ausgeloggt und nochmal eingeloggt und ich werde es jetzt nochmal versuchen. Ich habe in der Zeit allerdings ein paar Blumen mehr gefunden. Ah, okay. Das heißt, ihr müsst, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, ich glaube 7 hatte ich jetzt drin, ihr müsst mindestens 5 von diesen Blumen haben, diesen, wie heißen sie nochmal? 5 von diesen Sonnentropfenlilien haben, damit ihr die Quest überhaupt machen könnt. Also damit ihr da Blumen hinlegen könnt. Sehr, sehr geil. Ja, also es ist halt ein bisschen nervig, dass man beim Auslocken immer wieder zurück in sein Haus kommt. Das ist zwar auf der einen Seite ganz schön, wenn man wieder zurück möchte, also wenn man sich den Weg ersparen möchte. Man kann ja nur einmal jede halbe Stunde kostenlos sich zurück teleportieren sozusagen. Aber es ist natürlich auch sehr nervig, wenn man eben nicht zurück möchte, sondern sich einfach nur mal kurz ausloggen möchte, also ein Relog machen möchte sozusagen. Ah, Ashura. Ich habe Sabine ein paar Blumen mitgebracht. Wirklich? Als ich dir gegenüber die Blumen erwähnte, hätte ich nie erwartet, dass du die Tatsache, dass sie die Blumen nicht nur gefunden, sondern auch zu ihr gebracht haben, treibt mir Tränen der Freude in die Augen. Ich weiß, dass sie diese Geste zu schätzen gewusst hätte. Und ich auch. Oh, ist das süß. Ja, also wir haben hier noch einige Sachen, die wir noch machen können. Da die Folge aber zu lange wird, würde ich sagen, mache ich hier einen ganz schnellen Cut und laufe den Leuten nochmal hinterher, dass ich mit denen nochmal sprechen kann in der nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.